Chefin Kramp-Karrenbauer könnte sich eine solche ab. Die Maske ist an vielen Arbeitsplätzen inzwischen selbstverständlich, auch wenn keine Pflicht herrscht. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer könnte sich eine solche aber vorstellen. Doch abgesehen von Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann scheint sie keine Fürsprecher zu haben. Eine Absage kommt etwa aus Nordrhein-Westfalen. Nach allen Statistiken, die ich kenne, fällt nur eine geringe Zahl der Neuansteckungen, rund 6%, auf den Arbeitsplatz zurück. Ich gehe daher davon aus, dass dieser Bereich gut geregelt ist und es dort wirksame Schutzkonzepte gibt, sagt der NRW-Gesundheitsminister Laumann der Rheinischen Post. Wie und wo Masken getragen werden müssen, beschäftigt wohl auch heute die Gesundheitsministerkonferenz. Die Bahn hat schon jetzt angekündigt, künftig stärker auf Maskenmuffel zu achten. Doch möglicherweise wird auch ein einheitlicherer Bußgeldkatalog diskutiert. In Bremen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und im Saarland werden etwa keine Bußgelder erhoben. In den 11 anderen Bundesländern steigern sich die Strafen auf bis zu 250 Euro. In Berlin kann es bis zu 500 Euro kosten. Auch wird um eine gemeinsame Linie bei Festen gerungen. Gesundheitsminister Spahn drängt bei privaten Veranstaltungen auf bundesweit einheitliche Vorgaben. NRW-Ministerpräsident Laschet kann sich das vorstellen, zumindest bei Großveranstaltungen. Infektionszahlen steigen und wir müssen zu bundesweiten Verabredungen kommen, insbesondere was Großveranstaltungen angeht. Und da brauchen wir vergleichbare Standards, die angemessen und vorsichtig auf die aktuelle Lage reagieren. Denn auch dort gehen die Vorgaben stark auseinander. In Berlin sind private Treffen mit bis zu 500 Menschen erlaubt. In NRW liegt die Grenze bei 150, in Bayern bei 100. Länder mit niedrigen Infektionszahlen wie Mecklenburg-Vorpommern hatten aber bereits im Vorfeld signalisiert, dass einheitliche Vorgaben für sie nicht in Frage kommen. Es könnten also zähe Gespräche werden. Ja, also ich persönlich bin auch für eine Maskenpflicht auf dem Arbeitsplatz. Denn ja, ich sehe mich beim Tragen einer Maske halt nicht in meinen Rechten eingeschränkt. So wie manche Coronavirus-Leugner. Zwar halte ich eine Maskenpflicht nicht auf jeden Arbeitsplatz für sinnvoll, zum Beispiel ja, Bauarbeiter. Aber so für Büroleute, die im Büro sitzen und halt in Schulen für Lehrer und Schüler halte ich eine Maskenpflicht zum Beispiel für sehr sinnvoll und effektiv. Und ja, man ist halt nicht in seinen Rechten halt eingeschränkt, nur weil man eine Maske trägt. Klar, es ist zwar nervig irgendwo, aber lieber Maske tragen als nicht als wochenlang halt zu Hause bleiben zu müssen. Und wenn wir durch die Masken halt zur Normalität zurückkommen, dann ist das sehr positiv. Also ich bin gegenüber den Masken positiv eingestellt. Was ist eure Meinung zur Maskenpflicht? Seid ihr dafür, dass eine Maskenpflicht auf den Arbeitsplatz kommen soll? Oder seid ihr mehr dagegen? Schreibt es in den Kommentaren.